Es gibt eine wichtige Grundregel beim Trading, die man unbedingt beherzigen sollte, zumal als Anfänger, und die lautet: Trade mit dem Trend. Nun tun sich viele Neulinge schwer, den Trend überhaupt erstmal zu identifizieren. Deswegen will ich dir jetzt eine einfache Methode verraten. Es gibt nämlich einen Indikator, der dir dabei helfen kann. Das ist der sogenannte Supertrend-Indikator. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal bei TradingView einen Chart geöffnet. Das gibt es aber auch in vielen anderen Chartprogrammen. Da gehst du hier auf Indikatoren. Bei der Suche gibst du einfach Supertrend ein. Dann taucht der hier oben schon auf. Und dann fügst du ihn in deinen Chart ein. Und dann sieht der Chart ungefähr so aus. Wir haben jetzt hier einen Tageschart von Microsoft. Und du siehst jetzt hier verschiedene Zonen. Einmal so eine grüne Zone und eine rote Zone, die gekennzeichnet sind, einmal im grünen Fall durch eine grüne Unterstützungslinie und im roten Zonenfall durch eine rote Widerstandslinie, die sich oberhalb des Kurses befindet. Und hier kannst du schon auf den ersten Blick erkennen, zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Verlauf, in welcher Periode sich der Kurs von Microsoft in diesem Fall in einem Aufwärts- oder in einem Abwärtstrend befunden hat, zumindest nach Maßgabe dieses Indikators. Ganz vereinfacht erklärt kann man sagen, sobald wir hier in eine grüne Zone eintreten, wie beispielsweise hier unten, geht der Indikator davon aus, dass es sich um einen Aufwärtstrend handelt, der dann unterbrochen wird durch eine rote Zone. Das ist dann ein Abwärtstrend, auch wenn wir hier eine Seitwärtsbewegung sehen. Wie wir solche Phasen überstehen können ohne Fehltrades, das versuchen wir gleich, indem wir hier weitere Indikatoren hinzufügen. Ich will dir erstmal nur diesen Supertrend-Indikator kurz erklären. Dieser Indikator beruht auf der Average True Range. Das ist ein Trend- und Volatilitätsbasierter Indikator, der also schaut auf zurückliegende Perioden und dabei berücksichtigt, wie stark hat sich der Kurs bewegt. Die Einstellungen kann man hier in TradingView über diesen Knopf vornehmen. Er schaut also hier in diesem Fall in den Voreinstellungen zurück auf eine Periode von 10 Einheiten und das wird dann multipliziert mit einem bestimmten Faktor. In den Voreinstellungen haben wir hier 3. Was heißt das jetzt konkret für diese Standardansicht? Der Indikator berechnet, nehmen wir mal hier die neueste Kerze, die sich jetzt gerade gebildet hat. Da sehen wir auch, der Kurs tritt hier gerade in eine neue rote Zone ein. Der Kurs bzw. die Linie dieses Indikators wird berechnet, indem man jetzt hier die letzten 10 Kerzen nimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also von dieser kleinen roten Kerze bis zu dieser großen roten Kerze. Und jetzt wird berechnet, wie hoch war die Schwankungsbreite von hier oben bis hier und teilt die durch 10 und dann wird sie mit 3 multipliziert. Und daraus werden dann die entsprechenden Widerstands- und Unterstützungslinien gebildet. So, wir können in den Einstellungen ein bisschen rumspielen und hier beispielsweise die Periodenlänge mal auf 20 setzen, damit sich das ein bisschen glättet. Und beim Faktor würde ich ehrlich gesagt auf 2 gehen, weil wir sonst einen sehr weit entfernt liegenden Stop haben. Jetzt haben wir hier ein bisschen enger anliegende Stops. Und jetzt haben wir also auch hier wieder diese Phasen gut erkennbar zwischen einem Aufwärtstrend und einem Abwärtstrend. Wir könnten also jetzt ganz vereinfacht sagen, sobald sich der Kurs unterhalb dieser Widerstandslinie befindet, dieser roten, gehen wir von einem Abwärtstrend aus. Und wenn der Kurs sich hier oberhalb dieser Unterstützungslinie befindet, gehen wir von einem Aufwärtskurs aus. Und den Stop würde man dann entsprechend in einem Aufwärtstrend unterhalb dieser Linie legen. Und bei einem Abwärtstrend dann entsprechend oberhalb der Unterstützung. Das ist also quasi dann hier ein Trailing Stop, den man immer nachziehen kann, je weiter der Kurs dann in die entsprechende Trendrichtung verläuft. Um jetzt aber bestimmte Fehlsignale eher ausschließen zu können, wie beispielsweise hier, wo wir sehen, wir haben hier eine Seitwärtsphase, empfiehlt es sich, das ist mein persönlicher Rat, hier noch weitere Indikatoren dazuzunehmen, nämlich beispielsweise die Bollinger-Bänder, die nutze ich immer ganz gerne. Die können wir hier einfügen und dann außerdem noch den RSI, den Relative Strength Index. Ich zeige dir gleich, wie ich dann entsprechende Signale
besser bewerten kann, zumindest nach meinem Dafürhalten. Jetzt mache ich so, dass ich in der Regel hier die Bollinger Bänder noch ein bisschen farblich ändere. Ich mache das hier über den Stiel. Das Basisband in der Mitte nehme ich raus und dann markiere ich hier das obere und das untere Band jeweils mit Schwarz etwas dicker. Das kann man hier ändern mit Mausklick. Und jetzt haben wir das hier ein bisschen deutlicher abgesetzt. Und jetzt können wir uns hier das nochmal genauer anschauen. Nehmen wir mal erstmal eine klassische Trendphase, die wir hier sehen. Im Rückblick ist das natürlich immer ganz einfach. Aber betrachten wir jetzt erstmal hier diesen Ausschnitt, wo wir uns hier in einem klaren Aufwärtstrend befinden. Hier sehen wir also erstmals, dass sich der Kurs aus einem roten Bereich in einen grünen Bereich entfernt, also wechselt quasi von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend. Und jetzt könnten wir folgendermaßen vorgehen. Wir könnten sagen, wir setzen uns hier also als Signal quasi das neue Auftreten einer grünen Kerze. Das ist diese hier gewesen. Und wenn wir jetzt also hier mit einem Stop agieren, würden wir hier oberhalb dieser grünen Kerze uns einstoppen lassen. Das ist ungefähr bei $261. Wobei wir würden dann einen Trailing Stop einführen und uns orientieren an dieser unteren Unterstützungslinie, hier also den Stop immer nachziehen, und dann wären wir schließlich hier ausgestoppt worden bei dieser roten Kerze, die unterhalb dieser damals Unterstützungslinie gefallen wäre, und das war bei $276. Wir hätten also $15 Gewinn gemacht. Und dann hätten wir wieder auf ein neues Signal warten können mit einer neuen Kerze aus der grünen Zone, wenn wir der Meinung sind, wir befinden uns in einem Aufwärtstrend, und hätten dann hier unseren Trailing Stop nachgezogen, bis wir hier ausgestoppt worden wären. Und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal, erstmal wollte ich dir noch zeigen, wie du deinen Stop, dein Risiko verringern kannst. Wenn du also davon ausgehst, du würdest dich hier auf dieser Kerze, die markiere ich jetzt mal mit einer vertikalen Linie, da wäre dein Einstieg. Wir sind ja hier im Tageschart. Jetzt gucken wir erstmal auf dem Wochenchart, ob denn auch im Wochenchart wir uns in einem Aufwärtstrend befinden. Hier, und wir sehen also auch im Wochenchart hatten wir hier einen Aufwärtstrend im grünen Bereich. Insofern können wir davon ausgehen, auf der niedrigeren Zeitebene, im Tageschart, wenn hier ein Aufwärtstrend auftritt, dann ist der gültig. Und um unsere Risikoposition jetzt zu verringern, können wir hier nochmal eine Ebene tiefer gehen, beispielsweise in den Stundenchart, und uns das Ganze hier mal im Stundenchart anschauen. Jetzt suchen wir mal nach dieser Linie mit dem Einstieg. Und dann wirst du sehen, dass wir hier nicht mehr einen Stop von $16 uns wählen müssen, sondern wir können hier mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis einsteigen. Du siehst, auf dem Stundenchart sind wir schon eine Weile in diesem Aufwärtstrend. Und jetzt können wir hier, ich mache die Linie mal nicht so dick, sondern ein bisschen gestrichelt auch, dass wir das besser erkennen können. Wenn wir uns jetzt also hier an der Spitze dieser Kerze einstoppen würden, bei 262,50, müssten wir unseren Stop hier nur auf 256, also $6 darunter legen. Und jetzt könnten wir hier ganz gemütlich quasi uns einstoppen lassen und ziehen dann unseren Stop hier nach und wären dann hier oben ausgestoppt worden bei 274,50 ungefähr. Wir hätten also hier mitgenommen $12 bei einem Risiko von 6 und hätten wir genau ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 hier gehabt. So kannst du also auf der tieferen Zeitebene dir nach Einstiegen suchen und dann hier ein günstigeres Chance-Risiko-Verhältnis auswählen. Jetzt lass uns aber nochmal zurückgehen in den Tageschart, weil ich dir jetzt nochmal zeigen will, wie wir den Relative Strength Index und die Bollinger Bänder hier noch einbeziehen können in potenzielle Setups. Wir hatten ja hier oben so eine Phase, die seitwärts lief hier im Tageschart. Und jetzt sehen wir ja hier, ich mache das mal ein bisschen größer, einen Ausbruch nach oben. Das heißt, wir müssten eigentlich hier, wenn wir uns streng an diesem Indikator orientieren, von einem neuen Aufwärtstrend ausgehen. Wenn wir jetzt aber wissen, wie wir diesen RSI zu lesen haben, der sich hier unterhalb des Chartbilds befindet, dann fällt uns etwas auf, wenn wir einen etwas geübteren Blick haben. Ich mache das hier mal weg. Und zwar eine RSI-Divergenz. Du siehst hier unten im RSI einen
sinkenden Kursverlauf, ja, ich mache das hier mal rot, während wir hier oben steigende Kurse haben. So, das heißt, obwohl hier oben ein Ausbruch stattfindet, wird dieser nicht vom RSI bestätigt. Nehmen wir mal hier nur diese Phase, weil nehmen wir mal an, wir wären jetzt also hier, das ist jetzt der aktuelle Chart und wir haben hier oben rechts jetzt also einen Ausbruch nach oben in eine grüne Zone. Wir sehen aber hier eine Divergenz zwischen einem aufsteigenden Kurs und einem absteigenden RSI. Das ist ein Warnsignal, was darauf hindeutet, dass hier möglicherweise eine Umkehr stattfinden könnte. Deswegen würde ich hier nicht einsteigen, obwohl der Supertrend-Indikator einen neuen Aufwärtstrend andeutet, sondern ich würde das nur nehmen, diesen Trade nach oben, diesen Ausbruch, wenn der von dem RSI gedeckt wird. So wie beispielsweise jetzt gleich anschließend, das sehen wir ja hier. Machen wir das mal weg. Wir sehen hier fallende Kurse und auch einen fallenden RSI. Ja? Und deswegen würde ich also hier diesen RSI und die Bollinger Bänder immer als zusätzliches Signal nehmen. Genauso wie wir, wenn wir hier eine Situation haben, gehen wir mal hier rein, da haben wir eine positive Divergenz. Wir haben hier, das siehst du allerdings erst mit geübtem Blick, da brauchst du wahrscheinlich noch eine Weile, um das zu erkennen, einen aufsteigenden Kurs, während wir im RSI ein absteigendes Niveau haben. Was heißt das? Der RSI hat hier quasi ein überverkauftes Signal. Also er ist hier relativ niedrig. Nicht ganz unten so wie hier, aber er ist relativ niedrig. Und hier unten ist der Kurs dann nochmal tiefer beim RSI. Das heißt, im Vergleich zu der vorherigen Situation ist der Kurs hier in Anführungszeichen noch als weiter überverkauft angezeigt. Obwohl er hier oben im tatsächlichen Leben sozusagen angestiegen ist. Und das ist eine sogenannte Hidden Divergence, also eine versteckte Divergenz. Die werde ich nochmal in einem anderen Video erklären. Und das deutet auf eine Fortsetzung des Trends hin. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend, wie man hier sehen kann, in diesem Bereich. Der Kurs ist zurückgekommen. Und obwohl er dann hier als stärker überverkauft dargestellt wird als hier, aber höher liegt in Wirklichkeit, ist das ein Zeichen dafür, dass der Kurs sich nach oben fortsetzen kann. Insofern kannst du hier also auch die Bollinger Bänder als zusätzliches Signal nehmen in Kombination mit dem RSI. Und wenn der Kurs jetzt also hier in so eine grüne Phase beim Supertrend eintritt, kannst du das als positives Signal werten und sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Bestätigung einmal durch die Bollinger Bänder, ich habe eine Bestätigung durch eine versteckte Divergenz. Und wenn das jetzt hier in eine grüne Zone überläuft, könnte ich mir jetzt beispielsweise auch hier wieder eine Linie reinmachen, eine vertikale. Wo geht der Kurs hier ins Grüne über? Hier. Jetzt mache ich es mal wieder ein bisschen stärker, damit ich die Linie auch wieder finde. Wo sind wir hier? 2023 im Februar. Jetzt gehen wir hier in den Stundenchart. Februar 2023. Jetzt müssen wir hier ein bisschen zurückgehen. Und dann können wir auch wieder hier auf einer niedrigeren Zeitebene nach einem geeigneten Einstieg suchen. So, das ist jetzt genau diese Stelle. Und um unser Chance-Risiko-Verhältnis jetzt zu verbessern, könnten wir jetzt warten, bis der Kurs, der ja hier ans obere Bollinger Band gestoßen ist, erstmal wieder zurückkommt, um hier eine neue Unterstützung auszubilden. Und dann wären wir hier vielleicht eingestiegen bei 236 und hätten das immerhin mitnehmen können. $5 im Stundenchart ist das schon okay und wären dann hier irgendwo ausgestoppt worden, wobei da hätten wir jetzt nicht viel Gewinn gemacht, aber ich habe dir jetzt gezeigt, wie du dein Chance-Risiko-Verhältnis verbessern kannst, indem du auf niedrigeren Zeitebenen danach suchst. Lange Rede, kurzer Sinn, du siehst, wie man den Supertrend-Indikator verwenden kann, um erstmal den Trend zu bestimmen und wie du dann deine Einstiege besser timen kannst, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu gewinnen, indem du hier den Zeitrahmen erstmal nach unten schraubst und auch die Bollinger Bänder und den RSI dazu hinzuziehst, um potenzielle positive oder versteckte Divergenzen aufzuzeigen. Mach dich ein bisschen damit vertraut. Du hast bei TradingView die Möglichkeit, all diese Indikatoren dir einzubauen, auch in vielen anderen Chartprogrammen. Schau es dir einfach mal an, experimentiere ein bisschen auch mit den Einstellungen rum. Wie gesagt, du kannst hier beim Supertrend beliebig die
zurückliegenden Zeitperioden verändern und auch den Multiplikationsfaktor. Und das kann auch von Instrument zu Instrument ratsam sein, sich da unterschiedliche Zahlen einfach mal auszuprobieren, die möglichst gut zu dem jeweiligen Instrument passen.